Oh mein Gott, so bekommt ihr einen Pro-Namen in Brawl Stars. Oh mein Gott, in diesem Video zeige ich dir, wie du einen Brawl Stars Pro-Namen kriegen kannst. Aber davor, like das Video, um nicht mehr weitere Brawl Stars Videos zu verpassen. Let's go! Dafür gehst du erstmal auf die Website nickfinder.com und dann kannst du einfach Name und Nickname to search eingeben, wie du dann heißen willst. Vielleicht einfach Kill You, würde ich jetzt mal sagen. Dann kommt vorne, wird schon vorne Kill You vorgeschlagen. Dann scrollt einfach ein bisschen nach unten. Und dort kommen dann halt so verschiedene Sachen, auf die aufploppen. Dann tippt ihr einfach auf die Schrift. Wird sie kopiert. Dann geht ihr wieder in Brawl Stars rein. Let's go. So, dann sind wir wieder in Brawl Stars drin. Gehen auf Namen. Gehen auf Gratis ändern. Und dann geben wir einfach unseren Namen an. Ein Treus. Und dann das Kopierte. Fügen wir ein. Treus Kill You. Kommt dann. Am besten mal ohne Leerzeichen machen. Ja, okay. Ist gut. So, machen wir nochmal. Nochmal. Treus Kill You. Name stimmt nicht überein, wahrscheinlich weil ich ein Leerzeichen hier habe. Ah ne, weil ich den Namen komplett groß habe. Und wir haben unseren Namen geändert. Hier seht ihr es schon. Treus Kill You. Ihr könnt natürlich überall alles ändern. Es sieht jetzt nicht besonders schön aus, weil ich habe mir jetzt nicht so viele Gedanken über den Pro-Namen gemacht. Also ihr solltet euch ein bisschen über den Gedanken machen, wie ihr euch nennen wollt. Und dann habt ihr einen Pro-Namen einfach so.